Räucherstäbchen, Kruzifix. Die haben schon mit diesem dämlichen Kruzifix. Ja. Ja. 125. Geisterzustand. Geisteszustand. Okay. Meine Frage. Mein Geisteszustand ist schon nicht mehr in Ordnung. Das zählt hier nicht. Also. Autotuner weg. Okay. Also der erste Raum ist es schon mal nicht. Das ist doch schon mal sehr positiv. Wohnzimmer ist auch schön muckelig. Cooking Pro. Die besten Rezepte für den Frühling. Oh, in der Garage ist das Reacher-Brett. Oh, schön. Ich frag ihn dann mal, wo er ist. Mhm. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wo denn? Entweder bei das Radio ist an. Hier, gleich vorne. Wo bist du? Aber unten, hinten, ganz in der Ecke. B. Zimmer. O. Boys Room. Mhm. Ja. Okay. Könnte hier sein. Aber hier sind 13,7. Okay. Ja, Boys Room. Wie alt bist du? Oh, er antwortet. 3. 36. Okay. Du hast schon wieder das Licht an. Weil ich halt angemacht hab. Dann kann ich keine Ops sehen. Lette ich mal raus. Dreier OEMF war eben. Gesundheit. Gesundheit. Ich glaube, das war ein Huster. Mhm, ein Hüsterchen. Nee, kein Ort hat so zu sehen. Nö. Oh, Dreier EMF hier auf dem Flur. Wo bist du? Gib uns da Zeit. So warm. Gibt's sonst noch einen anderen Boyroom? Wie heißt du? Nicht vielleicht der hier? Wie alt bist du? Das hier könnte auch der Boyroom sein. What? Nancy. Na, dann eher nicht. Wo aber bist du? Sonst ist ja nur hier noch. Und das ist ja wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Mehr Räume gibt's hier ja nicht. Hier ist Badezimmer.
Wo bist du? Wie alt bist du? Er reagiert wieder gar nicht. Gib uns ein Zeichen. Was willst du tun? Wo bist du? Depp, depp, depp. So, ich schmeiß hier vorne nochmal Kruzifix hin. Wie alt bist du? Genau, das Switcher-Brett fotografieren. Ja, noch von der nicht so redseligen Sorte. Na, das kennen wir ja schon. Mal hier. I don't speak your English. Wo bist du? Wie heißt du? Wie heißt du, ist doch... So. Was willst du tun? Nackt durch die Gegend anonieren. Wo bist du? So, ich bring mal Buch mit. Ja. Wie alt bist du? Oh, mal Licht ausmachen. Bist du jung? Relativ. Definiere jung. Ist doch besser, als wenn man das Gegenteil fragt. Bist du ein alter Sack mit hängenden Klöten? Bist du alt? Und gar nichts. Wo bist du? Also Fingerabdrücke habe ich jetzt auch keine gefunden. Sagt aber immer nix. Ne. Ja, das Licht an. Sag mal. Schreibe in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Ah. Na also. Ah. Auf dich hört er. Euer Stäbchen hat sich erledigt. Ja. Geisterbox. Schreibe in das Buch. Also Geisterbox haben wir, ja? Mhm. Ja. Gib uns ein Zeichen. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Nee, der Junge kann schreiben. Yay! Yeah. So, dann haben wir eine Spirit, ein Dämon, Oni oder Yokai. Can't run. Okay. Und durch selbst gelaufen ist er auch. Na gut. So, wieder Orb für Yokai. Also EMF schlägt gerade aus auf einer 2. 3. Weg. Ja, doch 3. Oni wäre EMF 5. Also 2. Dämon Gefriertemperaturen. Und Spirit Fingerabdrücke. Geht dann dauernd die Tür auf. Ja, zu? Gefriertemperatur. Ah. Gerade ein bisschen kühl geworden. Ein Dämon also. Ja, die Tür mache ich, hatte ich zugemacht, wegen Fingerabdrücke nochmal gucken. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir dann unter 25 kommen. Okay, ich hole mir das Witcher-Brett. Genau. So, wer will eine Runde Geister rufen? Hier, ich. Los, lass uns telefonieren. Ey! So. Wie alt bist du?
Nach Hause telefonieren. Wo bist du gestorben? Hehe. Dein Ernst. Er sagt wieder Boys Room. Er ist in seinem eigenen Zimmer Wie graviert. Wie heißt du? Bedroom? Ja. Hat er euch auch ins Ohr gepustet? Ja, so ein bisschen. Ihr müsst noch viel mehr fragen. Wie lange bist du gestorben? Oder wie lange bist du tot? Wir sind alle wie noch über 70. Ja, kann ja sein, eine stundenmäßig oder so. Na, mal, kannst du mal reagieren? Wann bist du gestorben? Ups, falsche Taste. Boah, ich hab ihn gehört. Scheiße. Ja, okay. Türchen wie lange bist du tot? Raus hier raus. Oh, da ist er! Da war ich er gerade. Ich hab keine Kamera dabei. Hier liegt noch eine. Ich hab die gerade aufgehoben. Achso. Wann bist du gestorben? Sah aus wie ein Alien. Fünf. Eins. Vier. 15. 504? Nee, 514. Wann bist du alt? Wann bist du alt? Wie sind die Lottozahlen? Bist du friedlich? Bist du männlich? Was willst du tun? Bist du alleine? Willst du uns töten? Oh, da macht das aus. Was willst du? Bist du alleine? Du bist allen der Mensch. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Gleich hau ich dir was in den Schädel rein, dann lebst du auch nicht mehr als Geist, ey. Bist du friedlich gestorben? Was willst du tun? Okay, Zoko hat es auf jeden Fall unter 30 geschafft. Die anderen sind irgendwie immer noch voll Power. Ich wusste schon immer, dass ich gleich stabil bin. Wo bist du? Vielleicht, weil ich das die ganze Zeit angemacht habe, macht mal jemand anders das an. Habe ich das schon. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, ich habe gerade das Ding gehört. Ja, irgendwie steht das dort jetzt, ne? Ja. Geht gut. Ich hab's gerade eben aus Versehen hochgehoben. Ist aber gut runtergefallen. Ja. Wie alt bist du? Wo bist du? Irgendwie wollen die Werte nicht runter, ne? Nee, nicht wirklich. Warum macht er jetzt Spaß, ein Radio anzumachen, du Idiot? Wo bist du? Deine Mama war ein Toaster. Du stinkst, du müffelst, du bist ein Lappen. Was bist du alleine? Wie bist du gestorben? Wie heißt du? Herzinfarkt beim Wichsen. Hast du Freunde?
Nein! Wann bist du gestorben? Hattest du Familie? Bist du ein Kind? Ja, mit 36 wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber das ist auch eine der Fragen, die man halt stellen kann. Mhm. Wann wurdest du geboren? Warst du Ahnung gehabt genug auf das Ouija-Brett geschrieben? Hm? Also ihr seid noch alle bei um die 80%. Hm. Hm, aber das Kruzifix hat ausgelöst. Ich glaube, du bist durch Salz gelaufen. Hier im Flur. Gib uns ein Zeichen. Kannst du sprechen? Wow. Jetzt mach die Tür wieder auf. Hä? Ich hab dir gar nicht zugemacht. Ich bin nur durchgelaufen. Wo bist du? Stufe 7. Und wieder unten. O. F.O. Oh. Oh je. Was machst du da? Euch zugucken. Euch zugucken und an die Räume spielen. Was willst du tun? Bist du lieb? Sind Sie glücklich? Chani sitzt genau drauf. Hm, kackt. Ja. Bei mir nicht. Mir sitzt sich davor, bei mir ist. Wo bist du? Ich hab wieder Herzschlag. Wo bist du? Der ist aber auch nur auf einer 2. Oh. Aber ihr seid immer noch bei 80%. Ich weiß nicht, bei euch geht das irgendwie nicht runter. Wie heißt du? Gib mir ein Zeichen. U10. Ja, die Tür ist zu. Tür ist zu, scheiße. Oh, ich bin volle Kanne reingelaufen und bin tot. Ja. Aha. Hey, so kriegen wir auch den Wert hin. Das stimmt. Oh. Was willst du tun? Oh Mann, sehe ich gut aus. Ja, dann gehen wir mal Mama fotografieren. Na, hast du jetzt schon Kamera? Mhm. Woher hast du dich denn erwischt, Tante? Buch und Board auch schon. Wow. Okay. Ja. Boah, du knipst. Jetzt sind wir schon mal bei 40%. Ich wahrscheinlich bin schon mal gestorben. Bist du gestorben? Ui, Schatz. Ui. Wo bist du? Ist die Tür schon wieder zu. Wen? Es wird der nächste sterben. Ich. Ja, Shiny hat sich im Schrank versteckt. Nee, er ist auf einer 6. Ja, sie ist tot. Ja, wer? Ja, die Tür habe ich nicht mehr aufgekriegt. Ich bin volle Kanne in den Reihen, von daher. Wusste ja nicht, von wo er kommt. Oh, das letzte haben wir auch erledigt, Chani. Du kannst rauskommen. Okay. halt, ich muss noch Fiana fotografieren. Ich nehme auch extra ihren Körper aus dem. So.
Oh, Fiano ist auch da. Ja, wir sind alle da. Gut. Alle eingetragen? Ja, ich hab. Dämon. Hey Schatz, du bist heute auch mal gestorben. Ja. Meine Versicherung gibt mir nur so wenig. Ist doch erbärmlich.